Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Radical Red. Ich bin Ihr Gastgeber Pokémon Tutorial TV und ja, wir werden weitermachen. Heute nicht in Azuria City, nein, nein. Wir haben Eier dabei und das hat einen bestimmten Grund, denn ihr fragt euch sicherlich alle, Moment mal, was ist in diesen beiden Eiern drin, die wir für satte 10.000 Poké-Dollar gekauft haben? Nun ja, aber ich zeige es euch nochmal, dass ich sie auch wirklich dabei habe. Es dauert natürlich ein bisschen, leider, bis die Eier ausschlüpfen. Deswegen werden wir sie einfach ein bisschen in unserem Team mitnehmen und ja, ausbrüten. Ich hoffe, das wird uns irgendwas bringen. Moment mal. Bulldoze? Ist das nicht die schwächere Version von Erdbeben? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das dem Pokémon beibringen könnte. Gucken wir gleich mal, was ist denn das? Oh, das ist die Pension. Das sieht man aber sofort. Und die Pension wird ein bisschen umgebaut. Pokémon, will ich Pokémon abgeben? Nö, ich will kein Pokémon abgeben. Ich könnte jetzt natürlich hier züchten und so weiter, aber darauf würde ich jetzt erstmal verzichten. Geld haben wir nicht genug, also gehen wir einfach in den Untergrundpfad und gucken, was uns dazu erwartet. Jetzt muss ich nur noch die Treppe treffen. Und dann geht's schon weiter. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge immer gerne in die Kommentare. Das ist Giftschock, das kann ich aus dem FF sagen. Ich glaube, Giftschock bringen wir unserem Bisaknosp bei. Wo haben wir Giftschock? Es ist gleich stark, aber wenn der Gegner vergiftet ist, zieht es das Doppelte ab. Und da kommt schon der erste Gegner. Und in guter alter Tradition in diesen Folgen ist das mal wieder... Es ist schon wieder ein Käfersammler. Und das ist auch kein Problem für uns. Wir sollten aber auf jeden Fall ein Boden-Pokémon trainieren für die nächste Arena, denn Major Bob hat natürlich Elektro-Pokémon. Und das ist ja natürlich nicht so ganz toll, wenn wir da ohne Boden-Pokémon hingehen. Ich meine, wir wissen, wie das ausgeht, ne? So, 50 HP gibt's dazu. Und ein Haufen Trainer obendrauf. Meshtomp. Oh, ein Morbel. Ja, und der Camper war kein Problem. Das habe ich mir bereits gedacht. Ein paar KP heilen und dann geht's schon direkt weiter. Ja, wir sind eigentlich im Prinzip nur heilen, kämpfen, heilen, kämpfen, heilen, kämpfen und dann Erfahrungspunkte abstauben. Und auch die Picknickerin ist ohne Probleme weg. Ach, da war ja was. Romy entwickelt sich weiter. Das ist schön. Dann haben wir auch einen Mashok. Ein bisschen stärkeres Pokémon. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn sich eins unserer Pokémon weiterentwickelt. So, dann gucken wir uns mal gerade die Stats an. Bin ich gerade ein bisschen irritiert? Es kann doch gar kein Schaufler. Geist, das kann kein Schaufler. Warum kannst du Schaufler einsetzen? Bitte verstehe das, wer will, aber ich kann definitiv kein Schaufler. Und Mashok will Schaufler einsetzen. Ihr könnt mir das vielleicht erklären. Vielleicht gibt es hier irgendeine Besonderheit, die ich noch nicht kapiert habe, aber das ist strange. Das ist wirklich richtig strange. So, dann haben wir auch den Käfersammler hier besiegt und dann kommen natürlich die zwei Trainer. Moment mal. Also, mir hat jemand mal geschrieben, ich glaube auch privat, ich könnte den Zertrümmererfelsen hier zerstören, weil ich ja Zertrümmerer mal gelernt hatte mit einem Pokémon. Aber ich meine, den kann man erst viel später einsetzen. Jetzt bin ich mit Schaufler auch verwirrt irgendwie. Alles ein bisschen anders hier. Bringt ihr eigentlich lieber Tee oder Kaffee, wenn wir gerade schon beim Tee sind? Also ich habe hier gerade die Kaffeetasse bei mir stehen. Also ich könnte ohne Kaffee nicht
auskommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist das ja bei euch anders. Pflanze. Ja, Bisa-Knospe ist vielleicht ganz gut, weil wir ja auch eine Giftattacke haben. Und Egelsamen hätte keine Wirkung. Ja, das war auf jeden Fall der richtige Switch in hier. Um mich anschließend mit Wasser zu bespritzen. Weil ich ja so viele Feuerattacken habe. Nämlich null. Ich weiß nicht. Also, mein Bauchgefühl sagt mir, dass nach diesem Camper bestimmt irgendein random Gegner wieder kommt, der mir das Leben schwer machen will. Habe ich zumindest im Blut. Als ob das Verfolgung einsetzt. Dieses kleine Dodo hier. Wie der Gegner einfach meinen Turn predicted hat. Ja, muss man ihm ja mal loben. Bisa-Knosp hat übrigens versucht, Wachstum zu lernen. Das habe ich ihm aber nicht beigebracht. Ich werde jetzt zurücklaufen zum Pokémon Center und auf Nummer sicher gehen. Ja, nicht, dass ich in irgendeine böse Falle hier reinlaufe und dann sehen wir uns hier wieder. So, Guys, ich habe kurz meine Eier abgelegt. Und ja, nicht nur das habe ich getan, sondern auch Pokéball nach vorne geholt und meine Pokémon geheilt. Ich hoffe, das reicht aus und mein Gefühl trügt mich einfach und da kommt niemand. Wunderbar, dann hätten wir uns eigentlich auch hier... Ja, toll. Achso, Top-Äther. Top-Äther, kommt zu mir. Danke. So, und jetzt können wir uns mal kurz hier umsehen. Weil der liebe Mann hier gibt uns doch normalerweise ein Sonderbonbon. Nee, Quatsch, das macht er in Gold und Silber. Hier gibt er uns doch das Fahrraddingens. Den Fahrradgutschein, ja. Natürlich, wer mag denn schon nicht Fahrrad fahren? Fahrt ihr viel Fahrrad? Also ich bin früher viel Fahrrad gefahren, jetzt eher nicht mehr so. Ach, der Typ ist ja in dem Spiel immer noch nicht fertig. Kann sich ja nur noch um mehrere Jahrzehnte handeln, bis du mal mit diesem Gebäude da fertig bist. So, hier kriege ich doch eine Angel normalerweise, oder? War das nicht so? Ja, komm, wir mögen Carpador. Wir verehren den Gott. Danke für The Old Rot. Und das reimt sich sogar noch. Oh mein Gott. Aber ich will jetzt erstmal, wie ich euch versprochen habe, diese... Daniel. Pokémon-Eier sind keine Items. Auch wenn es sich so anfühlt und auch wenn es in Hard Gold und Soul Silver so war, nee, sie sind keine Items. Was ich aber jedenfalls sagen wollte, ich will jetzt endlich mal diese Eier ausbrüten, weil mir das jetzt mittlerweile schon ein bisschen auf den Keks geht, dass ich diese Eier immer noch nicht ausgebrütet habe. Und vielleicht kriegen wir ja ein Shiny-Pokémon raus oder sowas Tolles oder Superwesen. Ich werde auf jeden Fall auch meine Strategie ändern und wenn die Eier ausschlüpfen, dann sage ich euch Bescheid. Dann sehen wir uns an der Stelle wieder. Bis gleich. So, Leute, das erste Ei schlüpft. Es hat nicht so lange gedauert, weil es auch einen Turbo-Modus mit dem Fahrrad gibt. Aber genug der Worte. Wir gucken, was schlüpft. Und es ist... ein Jurob. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Werte sind sehr, sehr schlecht, muss ich leider sagen. Also da sind alle Werte wirklich grausig. Also Map war jetzt nix. Gucken wir mal das andere Ei. Das macht schon auch Geräusche. Naja, dann vielleicht ist das zweite Ei umso besser. Wir schauen mal nach. Bis gleich. So, doppelt hält besser. Wir hoffen mal, dass das zweite Ei deutlich besser ist als das erste. Ein Elektro-Pokémon, Boden-Pokémon. Damit kann ich kind of leben, Nidoran weiblich. Wir haben auch einen Mondstein, beziehungsweise sogar zwei. Es gibt, wäre Giftboden als Nidorin, als Nidoqueen. Wir nennen das Ganze Susu. Also, wir haben Nidoran weiblich. Ja, also hier ist mal mindestens der Angriffswert und der KP-Wert ganz gut. Das ist... nett, die Fähigkeit ist eher so meh.
Aber damit können wir, also mit Nidoran weiblich können wir auf jeden Fall für die Arena arbeiten, mit Map allerdings nicht. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, wir erreichen sowieso irgendwann das Level Cap, ja? Das heißt, ich bin eigentlich der Blöde, wenn ich nicht alle Pokémon nutze, die ich gefangen habe. Und deswegen machen wir das auch in Zukunft, nämlich alle Pokémon nutzen, die ich gefangen habe. Das ist ein bisschen so wie im Anime, wenn man eigentlich so will. Ash nimmt sich ja auch immer meistens die Pokémon in die Arena mit, die ihm sozusagen am besten passen. War nicht das Pokémon Boden-Pokémon? Ja. Sky werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Europe bleibt erstmal in der Box. Ich glaube, Europe ist nicht so toll, leider. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht nennen wir ein anderes Pokémon auch nochmal irgendwann Map, aber erstmal bleibt Europe leider auf der PC-Box. Vielleicht kann man auch irgendwann mal die Werte maximieren und so weiter. Aber mit 2 Boden-Pokémon, einem Elektromon und einem Pflanzenmon sollten wir eigentlich recht gut aufgestellt sein, weil ich habe das leise, dumpfe Gefühl, dass Major Bob ein Landturn einsetzen könnte. Ich weiß nicht, warum das so ein beliebtes Pokémon in Elektro-Arenen ist, aber generell, man kann halt mit dem unglaublich die Bodenschwäche ausgleichen. Und die hat er auf jeden Fall. Oh mein Gott! Das sieht nicht gut aus. Wenn es schon so anfängt... Also, er fängt mit Krakelo an. Ah, oh, please! Wie kann man denn so anfangen? Ist jetzt halt ein bisschen doof, weil ich nicht die richtigen Pokémon dabei habe, ne? Schallwelle? Wenn ich Glück habe, überlebt es mit einem KP, wenn ich Pech habe, nicht. Warum frage ich eigentlich noch? Ja, das war im Prinzip ein Wasted Turn, leider. So. Okay, also das ist ein Two-Hit-KO. Gut, der Rock-Tom trifft auch nochmal. So, Krakelo ist besiegt. Gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte, das ist auch wichtig. Tarnsteine. Ja, die hätten wir am Anfang gebraucht, ne? Ja, verlernen wir auf jeden Fall Jauler. Ah. Es gibt hier auch ein paar Level-Ups für Susu. Hey! Wieso muss jetzt auch wieder der Rivale kommen, ne? Es ist ein Trauerspiel. Krebskorps. Ja, glowen wir den Angriff. Ich hoffe nur nicht, dass es Scheren macht oder sowas hat. Dann sinkt der Angriff nämlich schon wieder nicht. So, jetzt sinkt mal ausnahmsweise der Angriff. Das ist Wasserdüse. Das hat sehr viel abgezogen. Ich habe jetzt nicht auf die KP geachtet, wie viel das abzieht. Ha, es reicht nicht ganz. Ja, okay. Okay, Krebskorps haben wir auch besiegt. So, gibt auch nochmal Erfahrungspunkte. Wir erreichen natürlich mit dem ganzen Team ein paar Level. Ihr wisst das. So, noch 2 Pokémon. Reptane. Ja, ich heb mir vielleicht den Bedroher nochmal auf. Okay, das war auf jeden Fall richtig. So. Ah, das ist wieder Steigerungshieb. Wir haben aber auch Venoshock. Der zieht mehr als die Hälfte ab. Was ist das? Okay, also eine Beere. Oh. So.
Yes, also Reptain auch K.O. Ist jetzt immer noch gut dabei. Wir haben auch noch ein Pokémon in Reserve, nicht vergessen. Und Ski und Susu sind ja auch noch da. Lunastein. Ah! Okay. Wir müssen gerade mal gucken, wie schnell dieser Knosp war. 56 Init. Luxio ist nicht schnell genug. Das kann noch sehr, sehr knapp werden. Ja gut, die Angriffswertsenkung bringt mir halt gerade null. No way. No way. Oh. Ich will mir doch einfach nur einen Boden-Pokémon fangen. Ja gut, da können wir eh nichts mehr machen. Ach Mann, wir waren kurz vorm Gewinnen. Und ich habe noch nicht mal trainiert. Ja, komm hier, nimm dein Preisgeld und erfreue dich, dass ich mal wieder verloren habe. Wie will man dieses Spiel in eine Nuzlocke-Challenge schaffen? Das ist mal no joke. No joke. Könnte ich nie im Leben, bin ich ehrlich. Könnte ich momentan nie im Leben, bin ich ehrlich. Ach, das ist ja wieder zum K, Mann. Ach, das ärgert mich jetzt ungemein. Ich wollte eigentlich nur einen Boden-Pokémon fangen und nicht gegen meinen Rivalen kämpfen. Ja, hat ja gut geklappt, ne? So, also, wir kaufen uns ein paar Bälle. Was wir auch machen, ist nicht da lang gehen, weil logischerweise unser Rivale kommt. Lass mich raten, jetzt kommt hier lang ein Rivale. Bitte nicht. So, wenn, selbst wenn, er kann mir kein Geld abnehmen. So. Hallo. Das heißt, wir trainieren einfach hier unsere Pokémon. Und hoffen, dass sie wenigstens ein bisschen schwächer sind. Ich habe ja auch Rock Tomb extra noch eingesetzt, um die Initiative zu senken. Weil ich gedacht habe, mit minus 1 reicht es vielleicht noch für mein Pokémon, das zu überholen. Aber denkste. Und der Psybeam war halt unerbittlich. Der war wirklich sehr unerbittlich. Aber wir werden auch hier definitiv zu einem Punkt kommen, wo natürlich, ja, leider Gottes, ihr wisst es, die, der Rivale kommt. So, dann machen wir ein Nidorina und ja, ihr könnt es vielleicht erahnen, wir machen direkt aus Nidorina ein Nidoqueen, weil ich habe auch ganz viele tolle Items und ich möchte jetzt nicht nochmal verlieren. Deswegen, let's go, weitere Entwicklung. Und da kommt Nidoqueen. Let's go. So, und wie gesagt, wir machen jetzt hier auch direkt TMs. Also, und dann gibt es hier noch irgendwo... Ski werden wir Bulldoze auch beibringen, dass wir die Initiative der Gegner weiter senken können und ich irgendwie einen Vorteil daraus ziehen kann. So. Willst du mir irgendwas geben? Ja, komm. Du heilst mich, das ist natürlich wichtig. Das ist sehr wichtig, wenn wir geheilt werden. So. Nächster Gegner. Und Pokéboy entwickelt sich weiter. Auch ein wichtiger Punkt hier in der Stelle, dass wir ein weiteres stärkeres Pokémon haben. Und das ist ein Luxtra. So, das sollte auf jeden Fall wesentlich schneller sein. Das will ich mir einmal angucken.
Ja, so viel schneller ist es jetzt nicht wirklich. Es ist halt die, es sind halt diese blöden DV-Werte, ne? Aber da kann ich halt auch leider nichts dagegen machen. Bist du? Okay. Die nimmt immer ihr Wigglytuff mit. So, die wollen doch alle kämpfen hier, oder? Hallo, wer liebt Pokémon nicht auf meinem Kanal? Falls du Pokémon liebst, dann ganz einfach abonnieren. So, Angriffswert sinkt. Ice Q, ist das nicht das mit der Fähigkeit? Ja. Oh, jetzt guckt es ganz traurig. Weißnebel. Ja, dadurch ist die Angriffssenkung wieder weg. Ja, natürlich, jetzt ist es schneller. Achso, ja, weil es den Eisschädel ja weg hat, ne? So, und was ist das für eine TM? Break. Durchbruch. Wen kann ich denn das beibringen? Ski könnte ich das beibringen. Ich glaube, Ski kann das lernen. So, wo haben wir es denn? Brick Break. Jawohl. Das bringen wir ihm bei. Ganz einfach der Tatsache geschuldet auch, weil wir ja hier, helft mir mal, Krakelo haben beim Gegner. Warum ist Schaufler so stark? Ich habe gar nicht gewusst, dass Schaufler so dermaßen stark ist. Also ich hätte gedacht, das hätte ja wesentlich geringeren Schaden. Ja gut, dann brauche ich aber auch keinen Bulldoze, ne? Wozu so kein Bulldoze? Also notfalls kann ich Susus Bulldoze verwenden. So, aber jetzt erstmal hier ein weiterer Gegner, beziehungsweise eine weitere Gegnerin. So, jetzt kann ich mit dem Pokémon eigentlich nichts machen, außer K.O. gehen lassen. Mashok, ein Nickerchen ist vielleicht jetzt nicht das Richtige. Jetzt muss es aufwachen, ne? Ja, wenn es jetzt nicht aufwacht, ist es tot. Aber allerletzter Moment hier, wo es aufwachen konnte. Ich ärgere mich halt ungemein über diesen blöden, unnötigen Rivalenkampf. Alter, es wird wirklich zum Running Gag, dass ich in jeder Folge mindestens einmal verliere. Aber das Spiel ist nicht leicht. Ihr könnt es ja mal googeln und dann selbst ausprobieren. Also es ist wirklich, also ich finde es sehr, sehr schwer. So, haben wir hier haufenweise Beeren. So, ein Item noch. Ein Superball. War ja klar, dass sie uns nichts geben. Ja, dann einmal raus und einmal nach unten. Dann gibt es ja noch hier dieses Deck. Ah, da ist ein Hyperdrang drin, ne? Ja, gut. So. Ganz ans Ende. Alle seine Pokémon sind vom Meer. Was uns natürlich einen kleinen Vorteil beschert. Denn bekanntlichermaßen ist unser Pokéboy ein Elektrotyp. Ich würde aber auch gerne mal langsam ein bisschen bessere Attacken außer Funkensprung können. Also, Level 31, so eine coole Elektroattacke. Wie wär's, Pokéboy? Hier so eine Stromstoßattacke wäre doch ganz nett. Nee? Romy? Susu? Irgendwer? Schön. Ganz ehrlich, die Gegner hier unten sind absolut kein Problem für uns. Ich würde nur gerne die Rivalenkämpfe hinter mich bringen. Ein Meditier. Es ärgert mich irgendwie, dass er gerade aus der Höhle rauskam, weil ich wollte auch gar nicht auf die Route gehen, sondern einfach nur in den Dickdarr-Tunnel, ne? Ja, und das ist mir nicht gewährt worden. Wir rasieren hier wirklich einen Matrosen nach dem anderen. Kämpferisch gesehen zumindest. Ja.
Also im Prinzip, wir gehen eine Tür raus, eine Tür rein und dann nächste Matrose oder nächste Matrosen. Also bis jetzt läuft eigentlich hier ohne Probleme alles, aber das ist immer so ein bisschen trügerisch auch, ne? Weil ihr habt ja gesehen, wie schnell das in die andere Richtung losgehen kann. Die ganzen Tränke brauche ich aber eh nicht. Weil ich mich hier oben auch heilen kann. Also, ich weiß eh, warum man hier die Tränke dann findet, wenn man sich eh sowieso hier heilen kann. Bisschen unnötig. Ich meine, die Items können wir halt nur außerhalb des Kampfes hier benutzen. Also, da hätte ich mir gewünscht, dass man sich vielleicht auch mal Gedanken macht und entsprechend mal ein paar Items ändert. Weil was bringt mir da jetzt 5 Hypertränke zu finden? Nichts. So, mal wieder Matrosen. Ach ja, daran wird sich wohl nichts ändern hier, ne? So, in diesem Kampf entwickelt sich endlich mal unser Bisa Knosp auch weiter. Auch eine sehr wichtige Entwicklung zu Bisa Flor, die uns sicherlich auch im Kampf gegen den Rivalen helfen wird. Ich habe ein paar Mal Bisa Knosp reinrufen müssen, weil sie dann doch Wasserboden-Pokémon eingesetzt haben, die kleinen Schlingels hier. Ja, das war dann nicht so toll. Petaldance. Ach, das ist Blättertanz. Ich habe mich gerade gewundert. Hä, was soll denn das für eine Attacke sein? Puh. Ich kenne halt die Werte von Makuso nicht. Hat das jetzt einen hohen Angriff? Ah, Risikotackle will ich nicht verlernen. Venoschock habe ich ihm gerade beigebracht. Ah, ich weiß es nicht. Guys, soll ich es ihm wirklich beibringen? Es ist halt speziell. Es ist halt viel stärker als Rasierblatt. Und dieser Flor wird eigentlich speziell gespielt. Ja, komm, ich verlerne Rasierblatt. Entweder werde ich es jetzt bereuen, dass ich es getan habe oder nicht. Keine Ahnung. Aber hey, Hauptsache, wir haben eine stärkere Attacke. Wollt ihr mir irgendwas geben, so? Ja, ja, das Schiff wird ablegen. Ich hätte gerne irgendein Item. Ob er mir wirklich Cut beibringt? So, der wollte mir doch Relaxo zeigen, ne? Ja, komm. Zeig mir dein wunderschönes Relaxo. Sei die Frage. Wie viele Trainer haben wir noch? Och Mann, da sind ja 5000 Trainer noch hier auf dem Boot. So, auch die 2 Trainer waren kein Problem. Wir haben hier noch was zum Verkaufen gefunden, das auch ganz gut ist. Aber ich will auf jeden Fall, dass mein Luxtra noch ein Level erreicht. Rennt halt zwar ein bisschen fort, aber ja, das war mir fast klar, dass es vielleicht was auf Level 35 lernen würde. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Charge hat uns eigentlich nicht so viel gebracht, muss ich ärgerlicherweise sagen. Oh, es ist halt... Warum? Warum lernt es einen Attack mit 5 Genauigkeiten weniger? Hä? Bin ich jetzt irgendwas gerade nicht am Verstehen? Ich verlerne jetzt einfach Dolleis, weil wir das noch nie eingesetzt haben. Aber ich frage mich gerade, warum es einfach Donnerzahn lernt. Strange. Also ich hätte irgendwie mit Stromstoß gerechnet, aber doch nicht mit Donnerzahn. Mega strange irgendwie. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gerade auch strange findet. Aber ich finde es persönlich sehr strange gerade. So, aber... Strange hin oder her, Luxio kann nicht vorne bleiben. Ja, wir trainieren Sterax, weil Sterax ist unser schnellstes Pokémon. Und damit können wir halt ein bisschen was rausholen. Sollte halt auch ein paar Level höher werden dann, ne? So, hier waren wir, glaube ich, schon drin. Was gibt's hier so? Ah, noch mehr Trainer. Ne, wir waren nicht auf der Party. Wir hatten keinen Spaß. Corona und so, gibt keine Party. Mal, wie viel Schaden macht dieses Mopeko? What the heck? Das hat gerade mega viel Schaden gemacht. Ich hätte nie im Leben mit 30 KP Schaden gerechnet von Mopeko. Rock Polish. Bringt mir halt auch nix. Was will ich Sterax Initiative, die eh schon super hoch ist, nochmal erhöhen? Knirscher. Seltsam. Von dem Pokémon hätte ich ehrlich gesagt...
mit mehr Schaden gerechnet. Sehr strange. Vielleicht war dieses Morpeko auch irgendwie nur geboostet oder so, keine Ahnung. Nee. Wie soll ich da in Fuxania City hier noch gewesen sein? Ach, manche Dialoge kapiere ich bis heute nicht. So, was mit euch? Okay, der Kapitän kotzt. Ja, ich glaube, das Wesen von Bisaflor könnte ich mal ändern, weil ich habe nämlich ein Wesen, was den Spezialangriffswert senkt. Und ich glaube, das passt nicht so ganz. So, ich habe mich jetzt entschieden, Bisaflors Wesen zu ändern. Ganz, ganz wichtig, weil tatsächlich haben wir ein Wesen, was den Spezialangriffswert senkt. Und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Und deswegen werden wir jetzt Bisaflors Wesen auf jeden Fall ändern. Und zwar habe ich das auch nachgesehen, zu einem mäßigen Wesen, was modest ist. Also der Spezialangriffswert geht nach oben, der Angriffswert geht nach unten. So. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wir sehen Modest Nature. Und vorher hatten wir Spezialangriff 72. Der ist jetzt auf 88 hoch, also ganze 16 Punkte plus. Und den Angriffswert, den brauchen wir ja sowieso nicht. Ist jetzt ein bisschen bitter, dass der jetzt natürlich der beste Wert von Bisaflor ist. Aber ja, da kann man nichts machen. Ich glaube, auch das muss ich leider kurz mal nachgucken. Aber obwohl, ich könnte eher Nidoqueens Wesen mal. Ich gucke Nidoqueens Wesen mal nach und dann bin ich auch gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Basically, Nidoqueen wird genauso gespielt wie Bisaflor. Das heißt, mit einem mäßigen Wesen. Das werden wir deswegen auch bei Zuzu jetzt machen. Nein! Oh nein! Wie ärgerlich! Kannst du mich vielleicht einfach fragen, ob ich mir sicher bin, ob ich dieses Wesen wirklich haben will? Nein, ich will dich nicht wiedersehen! Oh no, jetzt haben wir das falsche Wesen für Zuzu. Oh, das ist bitter. Ich habe nicht abgespeichert, ne? Oh no! Das schmeckt überhaupt nicht. Ah, es tut schon zum Sehen weh. Warum fragst du mich nicht einfach, möchte ich dieses Wesen auch wirklich haben? Oh, nee. Ja, das ist jetzt denkbar ungünstig. Tja, was machen wir denn jetzt? Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, außer... Ja, was bleibt mir übrig? Ich kann ja noch nicht mal gegen die Trainer kämpfen. Moment, kann ich gegen die Trainer kämpfen? Nee, ich kann nicht gegen die Trainer kämpfen. Ich guck mal, ob ich einen älteren Speicher habe. Ich speichere jetzt mal ab und dann gucke ich, ob ich nochmal zurückspringen kann. So, Guys, ich habe doch noch Glück gehabt. Ich hatte wirklich einen älteren Save. Oh, ich habe gerade gedacht, ich raste aus, ne? Also, Bisaflor, wie vorhin auch, mäßig. Also ihr seht es gleich, der gleiche Wert. Und Nidoqueen, schön, oder? Fehlt eigentlich nur noch die richtige Fähigkeit, weil Rivalität leider nicht so toll ist für Zuzu. Soll ich mit dem Pokémon hier den Rivalen herausfordern oder nicht? Ich meine, verloren habe ich so oder so. Also, kann eigentlich den Rivalen herausfordern. Who cares? Wir haben das SS-Ticket. Lass mich bitte durch. Dankeschön hier aufs Boot. So, und dann versuchen wir unser Glück gegen den Rivalen. Wird ja wohl hoffentlich nicht so schwer sein. Eigentlich ist gar nicht so unklug, mit Styrax einfach mal die Hazards auszulegen. Weil wenn er Glurak hat, dann kriegt er erstmal 50% Schaden. Und ich glaube, basically, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil er hat eh zwei Flug-Pokémon. So. Rivale? Kein Rivalenkampf? Okay. Dann, hier, Kapitän. Let's go. Ja, wie gesagt, wir kriegen eine VM. Ja, das Problem ist halt, wir kriegen eine VM, aber ja, es bringt uns nichts. Können wir jetzt einfach die Büsche so zerschneiden, ohne dass wir Zerschneider beibringen? Das wäre nämlich ganz nice. Ach, das Schiff, es legt ab. Wünsche dir eine schöne Reise, liebes Schiff. Übrigens, wenn man hier TMs vergessen hat, Pech gehabt, die kriegt man kein zweites Mal mehr. Also, wenn ihr euch jetzt aufregen wollt, dass ich irgendwas vergessen habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. So, kann ich Zerschneider einfach so einsetzen? Dachte ich mir fast. Ja, die Sache ist jetzt nur... Also, unsere Pokémon sind ja geheilt.
Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder auf den anderen Kampf fokussieren. Oh, das ist ja so ein Umstand. Also, im Prinzip war es ja eigentlich nicht so klug, dass wir mit Styrax angefangen haben. Oder mit Pokéboy, weil ja der Angriffswert nicht gesunken ist. Was ist mit Mashok? Wie viel Erfahrungspunkte braucht das denn bis zum nächsten Level? Viel. So, das heißt, wir werden auf jeden Fall das Sonderbonbon, was wir noch im Beutel haben, auf die zwei Sonderbonbons, die wir hier haben, noch auf Romy, lern nur Attacken, die gut sind. Dual Chomp. Oh, das ist von Typ Drache. Das ist praktisch. Seismic Toss. Ich verlerne mal Seismic Toss. Wir machen mal einfach Dual Chomp. So, Level 34 gibt es auch noch oben drauf. So, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie gegen diesen Rivalen gewinnen. Meine Güte, das wird ja wohl jetzt wieder nicht so ein schwieriger Geburt sein, oder? So, bye. So, wir buyen uns hier einen Haufen Supertrank, damit du auch uns ja kein Geld wegnehmen kannst. Mit den 6 Pokédollar wünsche ich mir, dass du dir nichts kaufen kannst, weil ich die jetzt behalten werde. So, ich habe so Respekt vor dem Rivalen, das gibt's gar nicht. Gut, aber das kam halt ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Ich muss sagen, der Kampf kam wirklich unerwartet für mich, sonst hätte ich mich besser vorbereitet. Normalerweise, das letzte Mal war ja so, dass ich schon mit dem Rivalenkampf gerechnet habe, aber hier war es ja jetzt irgendwie gerade umgekehrt. Ja, das läuft schon viel, viel besser als das letzte Mal. Okay, Romy kann basically kein Level mehr erreichen. Das ist Schlitzer. Nö, den wollen wir nicht beibringen. Lunastein. Ich denke gerade nach. Also er hatte noch Reptane, Lunastein und was hatte er noch? Hat er denn nicht irgendein Normal-Pokémon? Ich weiß nicht, ob es so klug ist, überhaupt Romy noch hier am Leben zu lassen. Ist halt leveltechnisch sehr hoch, ne? Es ist halt aber auch langsam. Komm, wir machen einfach mal Knock-Off. Vielleicht überlebt es aus irgendwelchen rätselhaften Gründen. Hätte mich jetzt gewundert. So. Pokéboy ist ein bisschen schneller geworden. Machen wir einfach mal Biss. Ja, das zieht auf jeden Fall wesentlich weniger ab. Und das röstet einfach förmlich Lunastein weg. Reptane. So, da hatten wir letztes Mal schon Visaflor reingerufen. Das mache ich jetzt auch. Mit dem Wechsel hat er gerechnet, der kleine Schlingel. Ja, dann machen wir auf jeden Fall Venoshock. Das sollte es ja eigentlich tanken. Ja. Reptane ist auch K.O. Für Makuso reicht es sogar noch für Level 33. Susu kriegt auch nochmal ein Level mit. Ah, Krebskorps hatte er. Ja, hier, let's go. Das tankt es nicht. Ah, wir essen auch noch unsere Beere. Perfekt. So, und das reicht ja. Tschüss. Was ein anderes Wesen so alles ausmachen kann, ne? Müssen wir einfach ein bisschen mehr Acht drauf geben. Und dann sollte es laufen. Wunderbar. Ach, das Glücksei. Das können wir auch gleich mal geben. Bitte nicht Toss. Ja, wir geben Ski. Damit es ein paar Level erreicht. Weil ich müsste ja eigentlich in dem Part noch die Arena machen. Das hatte ich eigentlich auch vor, aber wir haben im Schiff mehr Zeit gebraucht, als ich gedacht habe. Und dann kam auch noch dieser unerwartete Rivalenkampf. Ja, die SS Anne ist halt auch immer so meh, muss nicht so sein. Was denkt ihr eigentlich bis jetzt so von Pokémon Radical Red? Das könnt ihr mich ja auch mal gerne in den Kommentaren wissen lassen.
Ja, die Gegner sind hier absolut kein Problem. Ja, im nächsten Part werden wir weitermachen mit der Arena. Es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich mir leider erwünscht hatte. Liken halt nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren natürlich auch nicht, wenn ihr keinen weiteren Part von Pokémon Radical Red verpassen wollt. Ich hoffe, das mit den Gegnern wird wirklich nicht zum Running Gag, ne? Weil, oh no, ich habe keine Lust, in der nächsten Folge gegen Major Bob zu verlieren. Das solltet ihr unbedingt ansehen und nicht verpassen. Wie gesagt, ich bin raus und sage bis dann, Servus und Ciao.